Wie ihr ja wisst, behandle ich auf diesem Kanal Themen wie Geschichte, Wanderungen und Begehungen und immer wieder etwas über das Zeitgeschehen allgemein. Wobei ich als gläubiger Mensch und Gottsucher nicht darauf verzichten will, auch ihn immer wieder zu nennen. Ist er doch souverän, Quelle und Ziel von letztlich allem, auch von dem, was wir sind, können und haben. Es ist eh alles nur geliehen, das meiste auf kurze Zeit, ebenso unser Körper und letztlich auch die Seele. Da kann man sich schon zu Recht fragen, was dann eigentlich unser sogenanntes Ich oder das Selbst ausmacht, dessen angebliche Verwirklichung heute scheinbar über allem steht. Meist noch über Konsum und Käufliches und Lifestyle etc. Also über äußere Dinge. Zu Pontius Pilatus sagte einst der Heiland, du hättest keine Macht, wenn Gott sie dir nicht gegeben hätte. Die Einsicht, dass wir alles nur Gott zu verdanken haben, gebiert Demut und Bescheidenheit vor ihm, was aber gesundes Selbstbewusstsein keinesfalls ausschließen muss und gemäß der Binsenweisheit, dass von 5 Fingern 4 auf uns selbst zeigen, wenn wir andere runtermachen oder verurteilen, was wir ja nicht sollten, kann auch ich mir nicht anmaßen, moralisch erhaben zu sein oder zu predigen. Schon gar nicht den sogenannten rechten Glauben. Dafür gibt es berufene Leute, aber vor allem hat das schon Jesus Christus für uns getan. Nicht schwierig zu verstehen, aber schwierig umzusetzen. Ich weiß. Nein, predigen oder gar fordern, setzen Glaubwürdigkeit und ein strahlendes Vorbild voraus. Walk it like you talk it. Man sollte ja den Mund nie zu voll nehmen. Und weil ich ja auch fehlerhaft und schwach bin, also auch kein strahlendes Vorbild, verzichte ich so gut ich kann aufs Predigen oder den erhobenen Zeigefinger, obwohl ich dieser Versuchung auch schon erlegen bin. Bei manchen Leitfiguren und Würdenträgern schaue ich allerdings genauer hin, auch in Videos. Viele von ihnen nehmen Autorität und moralische Lufthoheit für sich in Anspruch, sind ihrer aber allzu oft nicht würdig oder maßen sich diese nur an. Autorität muss man mit Fähigkeit und Glaubwürdigkeit untermauern, um sie achtbar zu machen. Bei manchen dieser Würdenträger sehe ich jedoch nebst Unfähigkeit eine krasse Doppelzüngelei, Scheinheiligkeit, dummdreistes Geheuchele und offenbare Lügen. So werden ganze Menschenmassen bewusst getäuscht und verführt und auch verdorben. Diese, also gewisse Würdenträger, fordern Gehorsam für Regeln, die sie selbst kaum ersonnen, gleich wiederholt sichtbar brechen. Sehr schön zu beobachten, auch beim Stichwort Corona. Diese haben ihre Autorität verwirkt. Bei Wölfen zum Beispiel werden unfähige Leittiere schnell weggebissen und sind der Verantwortung, die ihnen übertragen wurde, nicht würdig. Zumal der verheerende Flurschaden, den sie anrichten, die normalmenschlichen Schäden millionenfach übersteigt und potenziert. Und wenn sie sich dann noch in freche Ausreden versteigen und mir darob wieder mal der Kragen platzt, dann erlaube ich mir zuweilen, Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, dass der Kaiser nackt ist und eine Luftpumpe und die Menschen in den Abgrund führt, mit Predigten und Forderungen, die ihm nicht zustehen, denn auch für ihn gilt, practice what you preach. Und weil das nächste Video um Stolz und Geltungsdrang geht und im Zeitalter des Narzissmus, den ich für eine der größten Seuchen unserer Zeit halte, jeder sein eigener Held und Blender ist, sollte ich vielleicht erklären, welcher Stolz mich dahin treibt, Filme oder anderes publik zu machen. Denn auch ich machte Lieder und stellte sie nicht ohne gewissen Stolz vor. Auch ich schreibe manchmal etwas und stelle das dann nicht ohne einen gewissen Stolz vor. Auch ich mache sicher ausbaufähige Videos und stelle diese nicht ohne einen gewissen Stolz vor. Auch wenn ich überall höchstens mittelmäßig bin, wohlgemerkt. Und selbstverständlich freue ich mich auch, wenn das jemandem gefällt.
Letztlich wäre das aber egal. All diese Dinge könnten auch durchweg Dislikes bekommen, denn ich stehe zu ihnen besser. Ich konnte nicht anders. Zumal ich sie lediglich, also aufgelesen habe und die Eingebungen dazu nicht aus mir selbst beziehe, sondern von außen her. Vor allem dann, wenn zur Abwechslung mal gute Ideen darunter sind. Auch wenn es bei deren Umsetzung dann oft etwas hapert. In Form und Ausführung sind sie, das ist mir bewusst, oft ausbaufähig bis mangelhaft, denn meine Gaben und Talente sind sehr begrenzt, wie gesagt. Also, Sendebewusstsein ja, Stolz nein. Denn die Ausführung ist zwar von mir, die Idee oder Eingebung dahinter nicht. Zum Thema, woher stammt unsere Kreativität, habe ich auch mal ein kurzes Video gemacht, das dazu mehr ins Detail geht. Wichtig ist mir jeweils, dass die Dinge, die ich so absondere, einfach mal in der Welt stehen, vor allem die Inhalte. Sie mussten einfach raus. Und nein, Kreativität ist kein Wert an sich, wie oft fälschlich angenommen, man kann nämlich auch kreativen Müll fabrizieren. Doch wenn in einem kreativen Vorgang etwas Schönes oder Bewundernswertes herauskommt, bewundere ich mittlerweile weniger den, der diese Dinge umsetzt, als vielmehr den, der dahinter steht und sie ihm eingehaucht hat, oft noch mit wunderbaren Gaben und Talenten garniert. Gott. Es geht nämlich auch ohne Personenkult. Wer in etwas gut ist, wohinter übrigens auch immer viel Arbeit und Disziplin stecken, was viele Träumer übersehen, denn, Zitat, wer über Nacht berühmt wird, hat am Tag hart dafür gearbeitet, Marilyn Monroe, also wer in etwas gut ist, weiß das und hat es nicht nötig, immer darauf zu verweisen. Die Lobhudelei besorgen dann traditionell andere für ihn. Es gibt Gottlob genügend Beispiele von Musikern, Sportlern, Künstlern, Handwerkern, Autoren etc., die zur Crème de la Crème in ihrem Metier gehören, aber sehr bescheiden und zurückhaltend sind und eher Understatement betreiben. Auch hier sehe ich Gott am Werk. Bei den anderen eher den Abgott oder möchte gern. Im nächsten Video dann also etwas über Eitelkeit und Stolz, mithin über Narzissmus, den ich ja wie gesagt für eine der größten Seuchen unserer Zeit halte. Wir behaupten scheinheilig Selbstlosigkeit und Nächstenliebe, leben aber die pure Selbstsucht und einen dubiosen Drang nach billigem Heldentum. Und weil wir das alle insgeheim wissen, versuchen wir ständig, uns davon reinzuwaschen und gieren nach Erlösung. Dann schauen wir noch genauer auf das wahre Wesen der Nächstenliebe und innerer Reinheit. Soweit vielen Dank und bis hoffentlich bald in diesem Theater. Euer Dudremer alias Michael. Tschüss.